mit dem Weg in die Zukunft. Getreu diesem Motto unterstützt die Kreissparkasse Göppingen seit 1958 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vilstal mit ihrer Jugendstiftung. Also die Förderung und Unterstützung der Jugend steht schon im Sparkassengesetz in Baden-Württemberg. Von daher ist es ein klarer Zweck für uns auch, dass wir uns um die Jugend kümmern. Die Jugend ist unsere Zukunft und das machen wir gern mit dem Bläseberg in Wiesensteig, aber auch mit der Unterstützung des K19 in Geisling. Ziel der Einrichtungen ist es, die Persönlichkeit und das Selbstvertrauen jedes Einzelnen innerhalb einer Gruppe zu stärken und Talente zu fördern. Denn so manch junger Mensch musste, wie hier am Haus auf dem Bläseberg, in jungen Jahren hohe Hürden im Leben nehmen und benötigt nun eine intensive Förderung. Unsere Kernaufgabe ist die pädagogische Begleitung von jungen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die hier eine Ausbildung machen und hier wohnen und intensiver begleitet werden. Unsere Jugendlichen gehen in Kirchheim in die Schule und in die Ausbildung. Die Jugendlichen kommen von der Ausbildung immer gegen 17 Uhr am Bläseberg an. Und dann ist erstmal gemeinsames Abendessen, gemeinsames Ankommen. Und dann wird gemeinsam die Freizeit gestaltet. Also Tischtennis, Fußball, Tischkicker, alles, was möglich ist, wird bei uns angeboten. Zusammen schöne Momente erleben, sich gegenseitig unterstützen, Ängste und Sorgen teilen und in nicht ganz einfachen Situationen füreinander da sein. Die Jugendstiftung der Kreissparkasse Göppingen ermöglicht Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine bessere Zukunft. Stets im Fokus die Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstvertrauens jedes Einzelnen. Erfahrene Pädagogen bringen sich hier ein, geben Hilfestellungen auch beim Lernen und nehmen so oftmals den Druck. Für mich war es wichtig, einen geschützten Rahmen zu finden, in dem ich mich wohlfühle und keinen Druck von der öffentlichen Marktwirtschaft zu haben, sondern einfach auf meine Ziele fixiert arbeiten zu können. Dir wird hier halt unter die Arme gegriffen, dir wird etwas mehr geholfen, wie wenn ich jetzt draußen eine Ausbildung mache. Da gucken die halt, mach dein Zeug selber und hier sagen halt die Ausbilder, ja, du kriegst Stützunterricht, komm, wir greifen dir in die Arme, ihr schreibt in 2 Wochen einen Test oder wie auch immer, in Mathe oder sonst was. Komm, wir lernen nochmal zusammen. Mir wurde das damals von der Agentur für Arbeit angeboten, dass ich hier hoch kann und dass es hier oben auch Möglichkeiten gibt, dass ich die Unterstützung bekomme, auch von Ausbildern und dem Allmöglichen, dass wir auch Stützunterricht kriegen und ein bisschen lernarmeres Thema in der Schule haben, dass wir nicht so viel auf einmal machen müssen, weil es bei mir auch schon einige Probleme gab mit Ausbildung und dem Ganzen. Deswegen habe ich gedacht, komm, ausprobieren kann ich es immer auf jeden Fall. Eine bessere Zukunft dank der richtigen Hilfestellung, denn jeder Einzelne zählt. Die Erfolgsgeschichten sprechen für sich. So konnten über die Jahre hinweg zahlreiche junge Erwachsene dank der Stiftungsarbeit ihren Abschluss erwerben und im Arbeitsmarkt sowie in unserer Gesellschaft integriert werden. Ganz nach dieser Philosophie wird die Jugendstiftung der Kreissparkasse Göppingen auch in Zukunft Hilfe im Landkreis Göppingen anbieten, wo Hilfe benötigt wird. Weil es um mehr als Geld geht.